zu Kisten abklappern. Ich weiß nicht, was. Die Minen könnten wir noch untersuchen, aber. Naja. Du, ich habe einiges gespielt in den ganzen Jahren. Anfangs Nintendo. Die ersten 6 Jahre. Du warst Nintendo Channel. 5, 6 Jahre lang ungefähr. Ich glaube, es war 21 oder 22, da ich dann mir irgendwann gesagt, nee, komm. Gibt nichts mehr von Nintendo, was ich wirklich spielen würde. Da habe ich dann jetzt, da habe ich dann angefangen, PC-Games zu machen. Seitdem. Ich meine, inzwischen ist YouTube irgendwie so halbwegs zum Stream-Archiv entkommen. Nicht entkommen, sondern verkommen, das war das Wort. Stream halt auf YouTube die Sachen und schneid das dann später in Parts zurecht. Die Parts halt dann lade ich dann auf YouTube hoch. Können die Leute, die es auf Twitch verpasst haben, das später nochmal gucken. Weil wieder kein. Da gibt es kein. Ich glaube, das ist hier mehr Zufall als. Dass man hier wirklich Aluminium kriegen könnte. Da gebe ich dir recht. Bei was von dem, was ich gesagt habe. Ich muss wieder trinken. Bei Nintendo gibst du mir recht, oder was? Nintendo nicht mehr wirklich Content macht. Ja, Nintendo war irgendwie. Es ist eine Nachholplattform ist. Ja, es gibt auch Projekte, die ich bewusst nur für YouTube mache, wo ich dann sage. Passt nicht auf Twitch, das ist da sowas da. Ich glaube, Life is Strange, die habe ich jetzt im Breitmampf und vor dem Breitmampf und nach dem Breitmampf. Das werde ich jetzt auf Twitch auch nochmal zum zweiten Mal durchspielen. Und das habe ich auch erstmal nur für YouTube exklusiv aufgenommen. Ohne Twitch mit dabei. Weil ich es einfach in Ruhe spielen wollte, weil ich mich dann. Es ist ein bisschen was anderes, auch ist ein anderes Gefühl. Auch selbst wenn keiner am Chat dabei ist und alle nur lurken, es ist ein anderes Gefühl zu streamen. Es ist so ein bisschen auf Twitch zu streamen, ist ein bisschen was. Da hat man noch die Bildschirme so unter Kontrolle, muss man gucken, dass das alles live bleibt und so weiter. Hat man noch so ein bisschen. Einmal so ein bisschen muss man. Ist ein bisschen mehr Multitasking als in der Aufnahme das zu machen und sich auf die Aufnahme zu konzentrieren. Deswegen, die Life is Strange Teile, die habe ich auf YouTube gemacht. Wenn ich jetzt anfangen würde, wäre tatsächlich Mario und Co. Ja, Mario und Co. musste gucken, die neuesten Teile, die habe ich halt leider da sind halt abgebrochene Let's Plays. Meine Mario Let's Plays sind halt die Projekte, die ich da am Laufen hatte für Mario und Co. Von Herz. Jetzt hier noch eine Mine. Hier gab es, glaube ich, eine Mine. Da haben wir noch einiges offen. Könnten wir zumindest mal nachgucken. Ja, die Nintendo-Projekte musst du vorsichtig sein, weil das sonst da ist dann schade, ist dann traurig, wenn du anfängst und dann stehst du vor einer Map. Vor dem letzten Part und dann geht es nicht mehr weiter. Da habe ich halt so ein bisschen. Da habe ich einige leider nicht zu Ende gebracht. Weil ich dann gesagt habe, scheiß auf Nintendo. Ich mache jetzt PC-Games. Also gerade die Mario-Projekte, Mario Odyssey, Mario.
3D World habe ich gespielt. Sind beide unabgeschlossen. Da habe ich einfach kaltherzig habe ich die einfach abgebrochen. Das dann ab, ich glaube, so in dem Part 15, 16 irgendwie geht's da nicht mehr weiter, bis dann. Ich glaube nicht, dass das anfangen würde. Da empfehle ich die PC-Spiele. Das ist da gerade ein bisschen schwierig. Aber ich würde tatsächlich die Deponia-Spiele, also die alles von Deadlick, was so eine Auflage habe, könnte ich anbieten. Da habe ich die Deponia-Teile, Deponia 1, Chaos of Deponia, Deponia, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, Deponia Doomsday und Goodbye Deponia. Endner bricht aus, gibt es auch ein älteres Let's Play, habe ich es in den Augen, haben wir auch gespielt, The Night of the Rabbit, viel zu unterschätzt, ein großartiges Spiel. Gerade ein bisschen schwierig mit den Whispered World, gibt es auch ein großartiges Spiel. Gerade ein bisschen schwierig, weil da gibt es so einen, ich werde nicht namentlich nennen, aber da gibt es einen hobbylosen Typ, der es irgendwie geschafft hat, Deadlick Musik oder irgendwie, dass der da irgendwie, der claimt da manche, momentan, der ist da dran, merkwürdigerweise nur von Deadlick Sachen, da Videos zu claimen, das heißt, da wird von, das ist ein altes Spiel, das ist bei mir, das ist regt mich eigentlich gar nicht mehr auf, das ist bei mir, ich lege da jedes Mal wieder einfach Widerspruch ein, das ist bei mir inzwischen, ich habe da ein Textdokument auf dem Desktop, da ist der Text drin, den ich dort in das Feld einfügen muss, um Widerspruch einzulegen, das mache ich mit 3-4 Klicks und dann ist fertig, dann dauert es aber leider. Die Videos werden halt dann für ein paar Wochen sind die halt dann leider runtergenommen. Ich glaube, das auf Discord meint jemand, dass das mit was hier mit diesem wie ist das mit dem NetzDigi, dass das da damit was dass da Leute halt einfach das YouTube verpflichtet ist, es erstmal runterzunehmen, wenn das gemeldet wird und dann ist natürlich sinnbefreit, weil es wird natürlich wieder freigeschaltet. Das ist da in Let's Plays ist es erlaubt, die Musik zu verwenden. Aber da kann es manchmal sein, dass da auch Let's Plays aus der Playlist unvollständig sind, weil da manche Parts runtergenommen wurden. Aber ich schaue da mal drauf, ich krieg das relativ schnell mit. Meistens werde ich per Mail benachrichtigt, dass das so war. Und dann ist das relativ schnell dann auch wieder online, aber ansonsten kann ich die Deadlick Let's Plays wirklich empfehlen. Tolle Spiele. Aktuell läuft auch noch Hogwarts Legacy. Kann ich auch sehr empfehlen. Hat ich auch sehr viel Spaß dran. Ich glaube, heute kam Part 110 irgendwie. Davon online. Das leitet sich langsam dem Ende entgegen. Ja. Was nervt das für dich?
Da schlürft er den Reis. Was gibt's zu sehen? Wir besorgen mir mal sicher. Natürlich. Natürlich habe ich was zu essen für dich. Eine Umarmung für dich. Dann schauen wir mal dort in den Minen, ob wir da vielleicht noch was finden. So, Aluminium ist halt wirklich, das scheint hier eine seltene Sache zu sein. Das gibt es in den Gebieten, wo wir noch nicht, reinkommen. Eigene Aluminiumbarren bräuchten wir, dann können wir die Windmühle bauen. Dann können wir dem endlich sein Hühnchen besorgen. Und dann brauchen wir nochmal 5 hier für die. So, das ist hier. Wir brauchen noch mehr. Das brauchen wir nochmal. Ich brauche jede Menge Aluminiumbarren. Und hier erstmal dann um diesen Schreibtisch zu besorgen. Es, irgendwo muss es doch eine Menge Aluminium geben. Das ist doch. Irgendwo muss es ein Gebiet geben, wo es viel Aluminium gibt. Sonst kann das Spiel auch von uns nicht verlangen, dass wir hier auf einzelne Suche gehen. Hier kommen halt noch nicht lang. Hier haben wir noch einen Auftrag, dass wir hier hin sollen. Abertown Park. Da brauchen wir erstmal den Steinzerbrecher. Ist gerade ein bisschen komisch hier im Spiel. Da übersehe ich vielleicht auch Dinge. Aber wir suchen natürlich weiter. Ich glaube, die Mühle zu bauen wäre auch erstmal ein tolles Ding. Vielleicht mal ein bisschen Wolle mitnehmen. Erstaunlicherweise bei allen Schafen gleich aussieht. Brauchen wir halt nicht. Aber hey, nicht, war hier nicht der Minenschacht, wo wir nicht lang konnten, weil wir auch noch nicht schweben konnten. Jetzt haben wir ja neue Fähigkeiten geholt. Was treibst denn du hier? Sammle Erz. Wenn du Aluminium hast, sag mir Bescheid. Das brauche ich gerade. Ist doch wieder nur Kupfer. Oha, da sind wir tief gefallen.
geht sie nicht. Schade. Obstgarten anwenden, planen, Verbesserung des Schiffs Gebirgsfigur. Gustavs Galerie, es ist. Bauen. Vielleicht können wir beim Bauen schon mal nachgucken, ob wir da irgendwas können. Ich darf wieder kein Aluminium, zumindest habe ich es nicht gesehen. Ist ein bisschen frustrierend mit dem Aluminium. Querdenker aufs Schiff, ein Schiff einladen und deren Alulite einschmelzen. Dann lässt sich bestimmt ein Barren losmachen. Das ist den Alulüten. Hab ich dann auch Glück bei denen? Ich schwimme mal wieder die Kisten ab. Mal hier, was wir schon den über die Galerie schon bauen können. Gustavs Galerie, Baumwollfaden und 3 Glas. Glas, weißt du, wo ich herkriege? Baumwollfasern haben wir hier. Baumwoll haben wir hier eingepflanzt. Oder auch gerade nicht, aber habe ich glaube ich was gepflückt. Das hätten wir dabei. Glas finden wir bei dem einen Händler im Norden. Können wir vielleicht die Galerie zumindest schon mal machen? War denn hier der hat Glas verkauft. Wo wir zu dem noch mal hinfahren. Was brauchen wir für die Galerie? Baumwollfaden haben wir jetzt. Baumwollfaden haben wir.
Glas brauchen wir noch zwei. Ja. Das kriegen wir. Ist nur geradewegs unterwegs. Können wir zumindest die Galerie mal abfertigen. Und wir zumindest mal etwas geschafft haben. Können wir noch mehr Baumwolle einpflanzen? Für dich etwas wurde von dir. Ja, den gebratenes Hühnchen kriegst du bald. Nicht mal irgendwann an. An Dominion komme. Da sind wir dann wieder vorbei. Ich brauche noch Marmung. Yep. Da kommt das Eis. Rums. Über die Zeit mit ein bisschen Musik.
Kaffee anbauen. Kaffee ist auch sehr wichtig. Gehen wir mal wieder. Kaufen wollten wir hier ein Glas. Wie viele brauchen wir? Egal, kaufen wir alle. Jetzt müssten wir alles zusammen haben für die Galerie, oder nicht? Exakt. Machen wir mal hier hin. Warum das lässt Gläser sich bekommen? Und ums Garten brauchen wir Nebel fahren. Wer weiß auch, wo wir die herkriegen. Das ist auch eine Mission. Na, du jetzt nicht. Ganz schön hoch hier. Du hast einen Teil der Abmachung wie immer voller. Dein Teil der Abmachung wie immer voller Enthusiasmus erledigt. Und während du fast alle meiner früheren Hinweise ignoriert hast, hast du nichtsdestotrotz einen großartigen Raum erschaffen. Dort werde ich weitaus besser arbeiten können als in diesem lauten Gästehaus. Nicht zuletzt kann ich dort einziehen, damit ich mich voll und ganz auf meine Arbeit konzentrieren kann. Oh, tu nicht so überrascht. Ich fühle mich nur damit dann wirklich daheim, wenn ich von meiner Arbeit umgeben bin. Für manche ist es sicher eine Strafe, in ihrem Büro schlafen zu müssen, aber ich freue mich richtig darauf. Ich kann es kaum erwarten, ihren Raum zu füllen. Wie aufregend. Mach dich nun wieder an die Arbeit. Ich werde meine Dinge zusammensuchen und meine Gedanken ordnen und dann werde ich dich über die nächsten Schritte unterrichten. Fertig. Und hat der vielleicht Kupfer? Hat der vielleicht? Natürlich hat das nicht. Was kann ich verkaufen? Hematit. Stimmt's. Das Trinity können wir doch. Das Hammer geben.
Okay, ist haben wir stehen geblieben. Moment, ist was für eine Freude. Das sind Heilsteine, was wir brechen seelische Probleme, Albträume und andere Leiden können mit ihrer Macht geheilt werden. Ja, ja. Außerdem unterstützen sie das Gleichgewicht deiner Kraft, deiner Chakren. Vor allem das des Kronenchakras. Sicher. Oh, das sei Zitrin. Wusstest du, dass Zitrin die Motivation fördert und die Kreativität beflügelt? Scheint bei dir ja schon zu klappen. Soll auch die Selbstdarstellung anregen, und die Konzentration verbessern. Der Stein belebt den Geist und bringt Emotionen ins Gleichgewicht. Ich wollte auch nicht das, ich wollte... Ein Hämatit kann sie bestimmt noch gebrauchen. Wunderbar, ein Hämatit. Hämatitkristalle erden den Energiehaushalt und gleichen hinaus ihre mächtigen Schutzkraft so mutlosen Frauen. Frauenhälfte stand wirklich Frauen. Aus dem regen sie den Geist an und stärken Selbstbewusstsein, Willenskraft sowie Selbstwertgefühl. Oh, für ihre schmerzlindernden Eigenschaften sind sie ebenfalls berühmt. Der Blick von Stella ist auch großartig. Zudem riechen sie auch noch richtig gut. Naja, ich weiß ja nicht. Die ersten Umarmung. Unvollständig trotz der jetzt schon. Haben wir doch schon zwei Quests vervollständigt. Großartig, da kommen wir doch voran.